So, guten Morgen, Freunde. Ich habe gerade frisch geduscht und ich mache mich jetzt auf den Weg nach Offenburg. Und zwar hole ich dort Garnisch und Rebecca ab. Die starten mal wieder einen Besuch in der Heimat ab. Und da freue ich mich sehr drauf. Ich habe mir gedacht, ich nutze das Ganze mal, um eine neue Cam auszuprobieren. Und zwar habe ich mit dabei die Lumix G110. Das ist so die Panasonic-Antwort auf die ganze Vlog-Geschichte. Ich werde euch nachher noch ein bisschen was zu den technischen Daten sagen, aber jetzt gibt es erstmal ein bisschen Vlog-Action. Bis gleich! So, wir cruisen jetzt nach Offenburg an Bahnhof, da hole ich die zwei ab und dann fahren wir, glaube ich, erst nochmal zu mir noch kurz nach Hause, holen uns vielleicht ein bisschen was zu trinken, ziehen die Badehose an und dann geht's ab zum Baggersee. Ja? Ich habe Bock, ist gutes Wetter, wir sehen uns gleich. Servus. Servus, Cam. Servus. Soundtest bei Wind und ganz, ganz viel Nebenklang. Hört man irgendwas? Klingt das richtig scheiße? Wir sind auf jeden Fall auf dem Weg zum See. Wir schauen jetzt, ob wir ein schönes Plätzchen am See finden. Aber wer weiß, vielleicht ist alles voll, weil es ist 17 Uhr und es ist immer noch so warm. So, servus Leute, ihr habt gerade eben schon ein paar Aufnahmen gesehen von der Lumix G110 und ich habe gedacht, ich erzähle euch einfach noch ein paar technische Sachen dazu, dass ihr einen besseren Eindruck über die Kamera bekommt. Das ist die neue Vlog-Lösung von Panasonic, sage ich jetzt mal. Ist echt cool, weil es eine sehr kleine, kompakte Kamera ist, aber ich trotzdem die Objektive wechseln kann. Wir haben hier einen Micro Four Thirds Sensor mit 20 Megapixeln, übrigens ohne Tiefpassfilter. Genau. Die Kamera gibt es in drei Varianten zu kaufen. Einmal nur die Kamera mit dem 12 bis 32 mm Objektiv, umgerechnet sind es 24 bis 64 mm. Diese Variante liegt bei 749 Euro aktuell. Dann gibt es noch die Variante mit dem Vloggriff zusammen. Die liegt bei 799 Euro und es gibt die Variante mit noch einem 35 bis 100 mm Objektiv zusätzlich zum 12 bis 32. Die liegt dann bei 949 Euro.
Genau. Schauen wir uns erst nochmal diesen Vloggriff an. Ich blende euch jetzt gerade mal ein paar Aufnahmen ein. Der ist sehr cool. Wir haben hier einmal einen Auslösebutton für Video und einen Auslösebutton für Fotos. Seitlich haben wir auch noch eine Sleep-Taste, um die Kamera in Schlafmodus zu bringen. Hier geht dann einfach ein Kabel in den Micro-USB-Anschluss der Kamera. Somit wird das Ganze gesteuert. Wir haben auch einen kleinen Kugelkopf verbaut. Der lässt sich einfach mit der Schraube hier seitlich lösen, um somit den optimalen Winkel zu finden. Er liegt eben sehr gut in der Hand und ich kann ihn auch als kleines Tischstativ verwenden, um die Kamera abzustellen und zum Beispiel zu filmen, wie ich hier irgendwas mache. Genau. Weitere Facts zur Kamera. Die Kamera filmt in 4K mit 30 Bildern die Sekunde. Es gibt auch ein V-Log-Profil, was sehr cool ist. Das kennt man von der GH5 und den anderen großen Panasonics. Da haben wir 12 Blenden dynamische Reichweite. Ihr habt vorhin auch noch mal einen kleinen Vergleich gesehen. Einmal V-Log-Profil ungegradet und einmal V-Log mit dem REC 709 LUT, was man direkt von Panasonic runterladen kann. Genau, ich muss sagen, es war echt ganz cool, mit der Kamera zu arbeiten. Dieser seitlich ausklappende Bildschirm ist super praktisch, gerade um aus verschiedenen Winkeln auf die Kamera schauen zu können und somit seinen Shot auszurichten. Wir haben hier auch ein Touchscreen, das ganze Menü funktioniert auch per Touch. War super praktisch. Wir haben auch S- und Q-Modi am Start, das heißt Slow and Quick. Somit können wir Zeitlupen in 1080p mit bis zu 120 Frames die Sekunde filmen. Das ist eine vierfache Zeitlupe, habt ihr vorhin auch mal kurz gesehen. Das sieht dann echt sehr schön aus. Oder man kann eben auch Zeitraffer-Videos direkt in der Kamera intern aufnehmen. Natürlich haben wir auch Bluetooth und Wi-Fi an Bord, um die Bilder oder Videos direkt aufs Smartphone rüber zu schicken. Wir haben alle verschiedenen Seitenverhältnisse, die man hier einstellen kann. Die Kamera eignet sich auch super für Hochkant-Video und es gibt sogar Schnittmasken, wo man dann genau sieht, in welchem Seitenverhältnis jetzt was vom Bild abgeschnitten wird. Das ist super praktisch, wenn man ein Video für mehrere Formate verwenden will. Genau, die Kamera gibt es auch ab sofort bei uns im Shop. Link ist in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. So, jetzt hat die Kamera gerade abgebrochen. Ich wollte nur noch sagen, wenn ihr ein Vergleichsvideo sehen wollt zwischen der ZV1, mit der ich gerade filme, und der Lumix G110, dann schaut auf jeden Fall auf meinem Kanal vorbei. Da gibt es demnächst das Battle der Vlog-Kameras. Genau, Link dazu findet ihr auch in der Beschreibung. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.